Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe für euch heute wieder eine Idee für eine restefeste Partykarte sozusagen. Ich danke euch erstmal ganz herzlich, dass ihr bei meinem vorletzten Video so schön kommentiert habt, dass ihr euch freut, wenn ich damit mehr mache und immer mal wieder Sachen verbrauche, die bei mir so rumsausen, also so eine Art restefeste Party mache. Ich verlinke euch auch gern die Karte vom letzten Mal nochmal hier oben unter dem weißen I, dann könnt ihr nochmal eine andere Karte anschauen. Und ich habe mir gedacht, ja, wir machen das einfach. Ich habe hier geguckt, was habe ich rumfliegen. Ich habe momentan gerade ganz viele Papierstreifen rumfliegen. Und was könnte man aus denen für eine Karte basteln, die schnell und einfach geht und trotzdem ganz schick ist. Und da ist diese Karte hier entstanden. Und ich möchte euch einfach heute zeigen, wie das funktioniert, wie das geht. Und wahrscheinlich wird sie am Ende ganz anders aussehen, weil ich habe natürlich nicht lauter gleiche Reste, sondern eben auch verschiedene Sachen da. Also ich hatte hier einfach noch die Blumen, den Zweig, den Spruch und der Rest ist so quasi dazugewachsen. Ja, genau, wir legen einfach los. Ich habe jetzt auch nicht so wirklich Maße oder so. Also das machen wir einfach spontan im Video, was alles so auf uns zukommt. Ich habe hier so eine Kiste mit Karten, Rohlingen. Und da habe ich mir einfach irgendwas rausgesucht. Ich habe jetzt hier, ich glaube, dass diese Karte müsste Schiefergrau sein von der Farbe oder Granit. Und das heißt, diese Farbe werde ich jetzt auch so. Wir könnten jetzt aber zum Beispiel auch mal Savanne als Grundfarbe nehmen oder sogar das Rote. Könnte mir auch ganz gut vorstellen. Aber ich habe noch so Blumen. Ich glaube, das könnte sich ein bisschen beißen. Ich gehe jetzt einfach mal auf Savanne und ich habe eigentlich immer als Grundkarte, muss mal gucken, was das für eine Klappkarte ist. Also diese Grundkarte hat das Maß normalerweise 21, genau, 21 cm in der Breite, gefalzt bei 10,5 und in der Höhe hat sie 14,5 sogar. Also die hat ein bisschen ein anderes Maß wie sonst. Genau, dass wir das berücksichtigen. In Savanne ist es jetzt als Grundton. Und wie gesagt, ich habe so viele Streifen hier rumliegen. Ich habe so ein Verzeichnis gemacht und da habe ich eben eine gewisse Größe gebraucht. Deswegen habe ich jetzt von drei verschiedenen Grüntönen ganz viele Streifen und da habe ich mir jetzt einfach mal drei rausgenommen und habe die auf 9,5 cm gekürzt und die haben von der Höhe 2,5. Okay, also der hat 2,5 und der hat 2,8 und der hat auch 2,8. Also ihr seht, die Streifen sind auch unterschiedlich hoch. Und ich möchte euch auch dazu ermutigen, dass ihr die nicht genauso zuschneidet, wie ich die jetzt vorgebe, sondern ihr könnt es auch einfach so machen, wie euch das jetzt gerade so rumspringt. Ihr könnt natürlich auch Designerpapier nehmen und alles, was so bei euch in der Gegend so rumhüpft, auf dem Schreibtisch sozusagen. Und ich mache jetzt hier einen Streifen mit 14 cm ungefähr und der ist ein bisschen schmaler. Also ich sage euch die Maße alle, der hat 2 cm in der Breite. Aber wie gesagt, nehmt auch sehr, sehr gerne einfach was, was ihr da habt. Ich mache das jetzt auch total frei, Schnauze sozusagen. Also, dass es halt so ungefähr passt. Also ich wollte jetzt hier an der Seite wieder so einen Streifen hinmachen und ich habe eben hier diese drei Streifen und wir könnten sogar noch vielleicht einen vierten dazu nehmen. Jetzt habe ich hier noch einen, der ist ein bisschen kürzer. Wäre jetzt auch gar nicht schlimm, dann mache ich die beiden gleich lang. Und dann passt es auch wieder. Und zeige euch da auch nochmal schnell das Maß. Es hat jetzt, na, ja, knapp 9 cm, nicht ganz 9 cm, aber das ist halt eben das, was noch rumhüpft. Das heißt, ich habe jetzt zwei kürzere Streifen und zwei längere. Und ich habe hier noch so verschiedene Sachen rumfliegen bei mir. Also einfach alles, was aus anderen Karten übrig ist. Ich finde zum Beispiel auch diese Dreiecke ja super cool. Da machen wir, da glaube ich, könnte man auch noch eine super Karte draus machen. Ich habe hier ganz viele so Sachen, die ausgestanzt sind, wie zum Beispiel solche Zweige. Also Zweige habe ich massenhaft. Überall liegen Zweige rum. Oder auch diese kleinen Blümchen von der Blumenstanze. Da habe ich auch ganz viele. Ich habe einfach mal mehrere ausgestanzt. Also solche Sachen, finde ich, kann man da super auf solchen Karten verwenden. Und ich nehme mal an, ihr habt wahrscheinlich auch so eine kleine Kiste. Also ihr seht, da sind noch kleine Herzchen drin, die sind ja süß. Und irgendwelche Sachen, die ich aufgestempelt habe. Alles Gute zum Beispiel. Also ganz süße Sachen, die ich aber dann irgendwie dann doch nicht verwendet habe. Ganz viele Blümchen, Schmetterlinge, Zweige, so kleine Blätterzweige habe ich noch ganz viele. Also das wäre auch total schön, wenn man herbstlich bastelt. Blümchen, ja.
Also mal gucken, ich nehme den anderen Zweig jetzt doch nochmal raus, weil ich den echt nett finde. Hier ist noch einer. Und hier war der eine schöne Farbe, der passt irgendwie gut dazu, aber es ist mir fast ein bisschen zu herbstlich. Und hier habe ich noch ein paar Sprüche und eben noch Blumen, die auch so übrig sind. Und die, finde ich, kann man jetzt ganz schön in die Karte noch einbauen. Und ich glaube, ich nehme auch gleich mal die Sprüche. Also ich habe hier, du bist einfach wunderbar, das passt eigentlich auch auf alle möglichen Anlässe. Und mit dem werde ich jetzt da so ein bisschen spielen und aus dem Ganzen eine schöne Karte machen. Ups, ich wollte in die andere Richtung gehen. Genau. Ich habe jetzt bei dieser Karte habe ich so gemacht, dass ich diese zwei Streifen geprägt habe und die passen hier auch schön zusammen. Ein kleines bisschen näher hätte ich sie jetzt im Nachhinein noch zusammengeklebt, aber an sich bildet das jetzt so eine riesengroße Blüte, das fand ich schön. Den unteren habe ich nicht geprägt, also das kann man immer gerne ganz cool da einbauen. Und das könnte man auf der Karte jetzt eigentlich auch noch ein bisschen so machen. Ich habe hier ja kein so großes zentrales Element, sondern irgendwie diesen Spruch, den ich da einbauen möchte. Deswegen würde ich jetzt ganz spontan mal zwei Streifen prägen, und zwar diese beiden hier. Also die passen jetzt auch nicht so dann zusammen, sondern sind versetzt. Und als Prägeform nehme ich jetzt diese Prägeform, die heißt Mehrlagige Blüten, 3D-Prägeform, die ist wirklich wunderschön. Hat diese Bestellnummer, falls ihr die braucht. Und da schnappe ich jetzt mal meine Stanzmaschine. Das ist eine 3D-Prägeform, das heißt, die ist ein bisschen dicker. Da lege ich mir das jetzt einfach hier rein. Also das muss auch nicht zusammenpassen. Könnt auch hoch- und querkant machen oder wie auch immer. Und da brauchen wir jetzt noch die Nummer 4, diese Spezialplatte, weil das eben eine 3D-Form ist. Und nur diese dicke unten rein. Das heißt, also ich habe nur die dicke Platte, dann lege ich meine Prägeform oben drüber und kurbel mir das einmal mit der Spezialplatte Nummer 4 durch. Geht auch richtig schön geschmeidig, also das läuft gut durch. Das merkt ihr gleich, ob der Aufbau richtig ist. Und dann haben wir hier schon coole geprägte Papiere. Jetzt seht ihr auch, das ist verrutscht. Das sieht jetzt total witzig aus. Das wäre ja auch witzig. Ah, schau. Und so entstehen dann wieder neue Ideen. Das passt jetzt da gerade zusammen, weil es verrutscht ist und könnte irgendwie auch cool auf der Karte ausschauen. Ja, ich glaube, so werde ich es machen. Und das werde ich tatsächlich zusammenlassen. Das gefällt mir jetzt irgendwie gut, dass das so zusammenpasst. Aber als erstes klebe ich mir mal meinen Grundstreifen auf, weil den weiß ich ja schon sicher. Alles andere ist so wirklich im Entstehen. Und das Tolle daran, wenn ihr das macht, ist, dass mit Sicherheit jede Karte anders aussieht. Also wenn ihr 5 Karten macht, dann wird jede Karte anders aussehen. Und das ist eben dieses Coole an dem Ganzen. Hier nehme ich jetzt den Flüssigkleber, weil dann habe ich noch ein bisschen die Möglichkeit zum Ruckeln, dass es dann auch wirklich gut zusammenpasst. Und hier ist es eben auch gut, weil man versucht, die Streifen natürlich gerade aufzukleben. Ich hoffe, das passt so. Dann mit dem Flüssigkleber tut man sich da einfach leichter. Und hier klebe ich jetzt nur die vordere Seite an, weil da schneiden wir uns dann noch eine Ecke da hinten ab. Die schaut nämlich so ein bisschen über die Karte. Ah ja, genau. Und jetzt habe ich das Problem. Ich wollte das da gerne. Da ist auch Flüssigkleber super. Dass das hier genau anschließt. Also seht ihr das? Also da ist jetzt keine... Ich könnte es jetzt so hinlegen, dann wäre da so ein Rand dazwischen. Das wollte ich jetzt nicht, sondern ich wollte es genau so haben, dass das hier genau da reinpasst. Hier, dass es genau anschließt an diesen grünen, dunkelgrünen Streifen. Und da klebe ich mir das jetzt so nach und nach auf. Also ihr könntet jetzt tatsächlich auch noch die unteren zwei prägen, aber ich glaube, ich finde es auch ganz cool, wenn das nicht so ist, weil dann vielleicht der Spruch nachher auch noch ein bisschen mehr durchwirkt, sozusagen. Und auch hier wieder. Das ist wie so eine kleine Mosaikkarte, finde ich witzig. Und das finde ich halt einfach total witzig. Also wenn ihr das irgendwie hinkriegen wollt, das ist cool. Wenn man darauf achtet, dann klappt das auch. Und jetzt drehe ich es mir einfach um und schneide mir das hier möglichst gerade ab. So. Perfekt, das sieht doch schon mal total cool aus. Witziger Hintergrund. Da würde ich es jetzt so machen, dass ich die auch immer noch so ein bisschen übers Falzbein ziehe. Auch gerne mal in beide Richtungen, dass die... Die haben ja immer irgendwie ein bisschen zu wenig Dimension, wenn die so ganz platt sind. Und das finde ich immer ganz nett, wenn es dann hier so
bisschen Form kriegt. Die habe ich in zwei Stempelabdrücken abgestempelt. Da habe ich auch eine Karte gemacht. Die blende ich euch mal hier oben ein, die Karte, wo diese Reste entstanden sind sozusagen. Und die habe ich eben mit dem ersten Stempelabdruck und das eben mit dem zweiten. Dann habt ihr immer gleich zwei, so passt das auch super zusammen. Kriegt ihr auch schnell viele Karten hin, weil ich habe jetzt hier den ersten Abdruck, hier den zweiten, hier den ersten, da den zweiten. Und so entstehen dann schnell mehrere Karten, mehrere Blumenabdrücke. Hier sieht man es auch ganz gut. Das wird dann die dritte Idee. Okay, also so irgendwie könnte es sein. Und dann noch der Spruch. Und den würde ich jetzt hier so ganz frech einmal auseinanderschneiden. Du bist einfach wunderbar. Und den müssen wir hier hinten auch noch ein bisschen so abschrägen, glaube ich. Aber halt genau in der gleichen Richtung. War jetzt nicht sehr steil. So. Irgendwie so kommt er jetzt dann noch drauf. Ich glaube, so ist die Karte schon ziemlich gut. Und das werde ich jetzt noch so ein bisschen anbringen. Und zwar immer mit manche Sachen erhaben, also mit Dimension und manche Sachen eher flach. Hier hinten hüpft auch noch ein einzelnes Dimension herum. Das kann man jetzt auch gleich endlich verbrauchen. So ein Abstandsklebepad. Was da so alles auf so einem Schreibtisch rumhüpft, oder? Geht es euch auch so? Genau, und ich finde es immer schön, wenn innen in der Karte auch noch was drin ist. Ich habe auch hier noch so ein Reststück in Grundweiß. Das hat jetzt das Maß 9,5 mal 13,5. Einmal ankleben. Wenn ihr keine Herzchen habt, könnt ihr natürlich auch Glitzersteine anbringen. Das ist auch ganz klar. Die waren noch von irgendeinem Set übrig und die, finde ich, passen da jetzt ganz süß drauf. Du bist einfach wunderbar. Und schon ist die Karte fertig. Also ich habe noch einen Zweig gefunden, den könnte ich auch noch ein bisschen im Hintergrund bauen. Aber hier fände ich ihn sehr schön, aber dann steht er hier ein bisschen über. Das kommt dann aufs Kuvert drauf an, was man dann dafür verwendet. Und schon haben wir jetzt hier zwei komplett unterschiedliche Karten. Nicht nur von der Grundfarbe, klar ist die in Savanne. Das sieht man jetzt hier auf dem Untergrund vielleicht nicht ganz so stark. Deswegen lege ich sie jetzt mal hier drauf. Also die hat natürlich eine andere Grundfarbe, aber die ist auch vom Aufbau wieder komplett anders und trotzdem mit sehr, sehr ähnlichen Resten gestaltet, die hier einfach noch so rumgehüpft sind. Und was ich ganz besonders cool finde an dieser Karte, ist einfach diese Prägung, die sich hier zweifarbig auf die Karte geschmuggelt hat. Das war total witzig, weil das so entstanden ist und ich finde es richtig schön. Ich finde es eigentlich auch sehr gut, dass das hier unten noch ein bisschen im Kontrast steht und nicht geprägt ist, auch wenn man das natürlich auch bis runtersetzen hätte können. Aber so wirkt einfach noch diese Blume und so noch richtig schön zur Karte. Ihr könnt die ganze Karte als sogenannten Grundsketch übernehmen und wir machen jetzt einfach noch eine dritte Variante, weil ich ja noch ein paar Reste über habe und gucken möchte, was mir noch so einfällt. Als nächstes möchte ich noch so eine Querformatskarte machen und zeige euch mal kurz die Maße, die ich jetzt habe, falls ihr die genauso nachbasteln wollt. Wo ist mein anderes Lineal? Hier, das kann ich besser. Also das ist jetzt Olivgrün, hat 2,5 ungefähr mal 8,5. Das ist, glaube ich, Waldmoos, hat 2 cm mal
10 cm, ein Stück in Weiß, wo immer so rumflattert, hat auch 2 cm mal 8 cm ungefähr. Und das ist noch lindgrün von der Farbe, das hat das Maß 2,7 cm mal 9,8 ungefähr. Also wie gesagt, einfach nur Reststücke, die so rumsausen. Und dann habe ich mir trotzdem gedacht, ich möchte eigentlich im Hintergrund noch eins haben. Wahrscheinlich ist auch da wieder dieser dunkle Ton, gefällt mir da eigentlich ganz gut. Und den mache ich, der ist auch 2 cm. Mache ich ungefähr so hoch wie die, den mache ich jetzt komplett so hoch wie die Karte. Also der hat jetzt 14 cm. Die Karte hat 14 cm mal 21 und ist gefalzt mal 10 bei 10,5 an der langen Seite. Und dann mache ich jetzt erstmal dieses Grundband hin. Das ist wie so der Aufhänger von dem Ganzen. Und ich brauche jetzt einen Flüssigkleber, der auch funktioniert. Genau, der passt gut. Klebe mir das jetzt einfach mal so oben hin, wie so eine Leiste zum Aufhängen von den anderen Papieren dann zum leichten Rand. Und die anderen Papiere werde ich jetzt eigentlich alle prägen. Ich glaube, ich hätte die auch ganz gerne versetzt. Also ich möchte mir jetzt das, was ich vorher da durch Zufall entdeckt habe, so ein bisschen in die Karte einbauen, dass diese Blumen auf den unterschiedlichen Elementen sind, dass die aber alle nicht gleich lang sein müssen und dass ich da so einen kleinen Spalt dazwischen lasse. Also da bin ich jetzt gespannt, ob das hebt. Das muss aber trotzdem einigermaßen gerade sein, glaube ich. Und da soll ein kleiner Spalt dazwischen sein. Es soll schon zusammenpassen als Motiv. Das gucke ich mir jetzt einfach noch einmal durch meine Stanzmaschine. Ich hoffe, dass nichts verrutscht. Also hier habe ich jetzt nur kleine Abstände gelassen und das so ein bisschen versetzt auch aufgeklebt, dass das so dann das Muster ergänzt, dass sich das so aneinander fügt. Ich würde das auch noch sehr, also ich glaube, ich würde es schon sehr nah zusammenkleben, auch wenn dann, eigentlich finde ich es am schönsten, wenn es ganz zusammengeklebt ist. Da ist jetzt ein großer Spalt, den würde ich jetzt noch, na, den kann ich jetzt nicht mehr zusammenschieben. Bevor ich die Karte jetzt kaputt mache, lasse ich so, aber ich fände es eigentlich cool, wenn es wirklich komplett zusammengeklebt wäre. Ich glaube, das wäre am schönsten. So, und dann schneide ich noch Blümchen aus und hier habe ich noch so einen Spruch von Herzen, der kommt da jetzt auf jeden Fall drauf. Und wieder die Blümchen und Zweige suche ich mir zusammen und dekoriere das Ganze noch so ein bisschen aus. Und für innen rein brauche ich auch noch eine Karte. Ich habe jetzt hier noch so ein rechteckiges Stück. Ein quadratisches Stück. Das schneide ich mir jetzt rechteckig zu, damit das hier reinpasst. Also das ist jetzt auch nicht so ganz. Das ist auch wirklich nur ein Reststück. Sieht aber so auch ganz schön aus, finde ich. Also es muss nicht immer genau gleich den Rahmen haben. Und ich messe euch auch nochmal schnell aus, wie ich das jetzt geschnitten habe oder wie das Papier war. Das war jetzt 12,5 und ich habe es gekürzt auf 10 cm. Und das mache ich jetzt hier innen rein. Und ich habe mir gedacht, weil wir ja hier vorne geprägt haben viel, könnte man das auch im Innenteil noch machen. Das heißt, ich hole mir nochmal meine Stanzmaschine. Also ich mache es jetzt so, ich lege mir das wirklich nur unten an den Teil hier ein. Also ihr seht, das ist nicht das ganze Papier, das da drin liegt. Und kurbel mir das einmal so durch, dass ich dann nur so einen kleinen Teil davon wirklich auf dem Papier geprägt habe. Und jetzt gucken wir mal, ob das was geworden ist. Ich nehme das mal schnell raus hier und stelle es nochmal auf die Seite. Das sieht toll aus. Dann kann man hier draufschreiben und hat man hier unten noch so eine schöne geprägte Linie sozusagen. Und das passt natürlich auch sehr gut wieder zu vorne dazu. Dann können wir uns das noch einkleben. Oh, ja, da war hinten noch einiges drauf. Habt ihr gemerkt, das sind wirklich lauter Reste, die hier rumflattern und die ich irgendwie hier verarbeite.
Also da gibt es nicht so dieses typische, ich bin ja normal relativ gut vorbereitet vor den Videos, dass alle Teile zugeschnitten sind und alles schon klar ist und so. Und das ist jetzt bei dieser restefeste Party nicht so. Da ist es wirklich spontan und man nimmt, was man hat und was man noch findet. Das sieht toll aus, oder? Das ist sehr, sehr edel. Wer möchte, könnte noch ein Blümchen reinkleben, aber ich finde eigentlich sieht es so schick aus. Ja. Also jetzt haben wir nochmal eine Variante. Das ist jetzt eine Hochkant, eine Querformatskarte, so muss man sagen. Ich würde hier wirklich nur machen, dass ich die komplett zusammenklebe. Ich habe jetzt versucht, diese Schlitze ein bisschen zu überarbeiten. Also man sieht eigentlich, sind die Schlitze jetzt gleich groß, aber ich fände es schöner, wenn das so komprimiert zusammengeklebt wäre. Also das ist halt. Aber so ist es einfach. Also die Karte gab es ja vorher noch nicht und bei der nächsten kann man es dann anders machen. Wie gesagt, hier habe ich in der Mitte hinten einfach noch so was Geprägtes reingeklebt und das spielt sich ja vorne wieder. Und jetzt habt ihr drei komplett unterschiedliche Karten. Da muss ich fast noch ein bisschen rausgehen. Die ihr ganz einfach mit euren Resten basteln und werkeln könnt. Und ja, wie gesagt, mit allem, was ihr rumfliegen habt. Ich hoffe, euch gefällt es so. Ich hoffe, euch gefällt dieses Geprägte gut und diese Streifen. Optik. Ich finde es total schön und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir gerne eine Rückmeldung auch gebt, ob es euch gefällt und ob ihr da Spaß habt dran, eure Reste zu verbasteln und zu verarbeiten. Und hier seht ihr natürlich noch ein paar Videos, wo ihr weiterschauen könnt. Gerne auch die Restekarte vom letzten Mal oder die Karte, wie das hier entstanden ist mit diesen Blüten, damit ihr auch seht, was das genau für eine Farbe ist. Ich glaube, es ist Calypso. Ich glaube, es ist Calypso, aber sicher bin ich mir nicht. Das ist schon ein bisschen her, das Video, was das genau für eine Farbe von den Blüten war. Also schaut gerne weiter und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, kreativiert was Neues. Ich freue mich auf euch.